Brauchen wir noch. Fischerhütte wollte ich noch haben. Da machen wir mal eine Zweckentfremdung. Und zwar werden wir das da oben vorbauen und dann werden wir mal gucken. Dazu werde ich, glaube ich, dieses Gebäude hier kopieren. Zack. Zack. So, es ist kopiert. Das bauen wir mal kurz hier oben hin. Das will ich vorbauen, das Gebäude. Fischerhütte. Fischerhütte braucht mehrere Sachen. Fischerhütte braucht ein Netz. Das heißt, wir brauchen Spinnweben. Das könnte man jetzt so als Netz darstellen lassen. Ja, würde ich mal sagen, das lassen wir so mal als Netz darstellen. Was brauchen wir eigentlich hier noch? Einen Räucherofen bräuchten wir noch. Haben wir meistens auch draußen. Räuchern. Wir räuchern die Fische. Wir machen hier draußen irgendwo einen Räucherofen hin. Ein Ofen. Da haben wir den Räucherofen, die Netze. Eine Sache fehlt trotzdem noch. Das war einmal. Was mache ich denn da jetzt? Zack, zack. Zack. Dann machen wir das auch nochmal zwischen. So, haben wir da auch nochmal so ein Netz. So, das wäre so gesehen die Fischerhütte. So, dafür brauchen wir schön Platz. Wir brauchen noch mal ein wenig Werkzeug. Dazu kommen wir schon mal den Kram hier mal weg. Oh, ich habe so viel Müll aufgesammelt in der Zwischenzeit. Ja. Gut, achso, ich weiß, was ich wollte. Wir brauchen noch mal eine Axt. Dann machen wir hier noch mal Tee. Brush. Fähre 06. Tee. Mask. Lock. Komma. Leaf. Und dann können wir das Ganze hier mal ein bisschen entfernen. So. Das machen wir davon auch mal weg. Ich weiß, ich habe das damals alles hingepflanzt. Das macht jetzt auch erstmal nichts. So, ja, das kann einfach so bleiben. So, Inventar, da brauchen wir noch eine Schaufel. T. Machen wir drei aber nur. Das geht alles besser. Zack, zack, zack. Ob es überleben wird, weiß ich nicht, aber. So. Kies. Den brauche ich immer so häufig. So. Machen wir hier mal Fix Water. Water
6. So. Das ist Nummer 1. Dann geht es nochmal in die andere Richtung. Läuft es noch rein. Inventar, Eimer, Wasser. So, geht schneller dann. So, das ist auch fertig. Dann hier nochmal. So, das läuft schön zu. So. So. So, hier auch nochmal fixen und dann. Ah, da fehlt auch noch was. So. Schon haben wir hier einen schönen Ausgang. Die Terraformen auch noch ein bisschen. Achso, das ist Clay. Oh, ich dachte, das wäre Sand. Oh Mann. Habe ich schon von der Farbe her gewundert. Dass es nicht rutscht. Aber gut. So ein bisschen optisch anpassen das Ganze, dann. Dann sieht das eigentlich auch ganz gut aus. So, hier ist das Wasser noch nicht gefixt. So. Sieht auch soweit ganz gut aus. Ja, machen wir so. Ja. Gut, das ist ein bisschen steiler das Ganze, aber es macht ja auch nichts. Es fällt eigentlich auch so nicht mehr auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, man könnte es jetzt glätten und so weiter, ach. Ganz ehrlich, ich habe hier schon etliche Flussläufe auf diese Weise gezogen und im Nachhinein sieht man es gar nicht mehr. Weil sie so tief sind. So, Fischerhaus. Wir brauchen das da oben. Das und ja. Zack. Zack.
Cut. Und ja, es passt eigentlich sogar schon fast hier hin. Ja. Da habe ich vergessen, was mit zu kopieren. Das passt eigentlich wirklich schon fast gut dahin. Mehr als eins braucht man eigentlich, glaube ich, auch gar nicht, oder? So, mehr als eins, brauchen wir mehr als eins? Eigentlich nein. Bauen hier noch einen schönen Steg raus, dann passt das. So. Dazu brauchen wir. Genau, da sind sie. Wir nehmen heute Schwarzeiche, das sieht schon mal ganz geil aus. Das ist wirklich Kies. Ich wollte fast den Suchkies bis zum Umfallen. So. Halbsteine, Halbplättchen, wo seid ihr? Wo sind sie denn jetzt? So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Wir machen hier noch ein bisschen zu. Was ich mal zu Kies sagen wollte. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier in dieser Welt ab 1, schlag mich durch, ich glaube ab 1,8 ist das hier, so gut wie sehr wenig Kies existiert. Wenn ich überlege, wie viel Kies ich auf der anderen Welt oder in dem alten Bereich finde. Also Kiesfarm gehe ich wirklich, wirklich hier, wo ist das jetzt? Das hier ist ja alles vor 1,8 entstanden. Ich bin hier sowas von am Kiesfarm. Wenn ich hier in die Höhlen gehe, ich komme hier so gut wie gar nicht mit Kies raus. Das ist schon leider ein bisschen traurig. So, wir brauchen Kies. So. So. Schaufel. Die kommt weg. Ah ne, die kommt weg, habe ich gesagt. Ich brauche eine neue Schaufel. Nur die da. Zack, 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 zack. Dann passt das. Zack. Zack, zack. Dann geht das auch. Zack. Dann haben wir hier unseren Steg. Hütte, zack rüber. Und dann auch zum Aufhängen, Ast rein. Brauchen wir noch ein Boot? Ein Eichenholzboot brauchen wir noch. Kriegen wir hier noch hin? Zack. Nein. Da, Eichenholzboot. Perfekt. Also haben wir alles da jetzt. Also wir haben Fischerhütte, eine kleine. Also alles ein bisschen da. Ich werde hier noch ein paar feine Arbeiten machen und dann gibt es dazu dann wahrscheinlich auch bald ein Let's Show, ein kleines. Ja, das Pilzdorf hat ein Let's Show noch nicht. Das muss ich auch noch machen, aber das ist soweit eigentlich auch schon fertig. Ich werde vielleicht noch ein paar Detailarbeiten nochmal durchgehen, bevor ich ein Let's Show draus mache. Ja, das war jetzt erstmal soweit hierzu. Ja, das ist NPC-Dorf. Wir haben ein Gasthaus dazu gebastelt und das da. Überlegen, ob ich dafür noch ein Gebäude schnell dahin setze. Obwohl, es geht eigentlich auch ohne. Eigentlich haben wir genug Gebäude. Ich brauche da vorne vielleicht noch ein Wachgebäude. Ein Wachturm. Obwohl, ach, eigentlich spielt es keine Rolle. Man könnte es auch als Jägerhütte nutzen. Spielt alles keine Rolle. Ja, ein paar Detailarbeiten müssen hier noch gemacht werden und dann sieht das ganz gut aus. Wir haben hier so gesehen einmal das Fischerhaus dazu gekriegt, was es eigentlich so nicht gibt. Standgebäude einfach umgewandelt.
Und ja, so macht das das ganze Dorf ein bisschen lebendiger. Ich muss mal kurz gucken. Bibliotheken haben wir 2, Brathaus haben wir 1, das ist gut. Ich habe es extra alles doch. Jetzt weiß ich wieder, wieso ich es ein bisschen zu dicht zusammengebaut habe. Ich wollte es eigentlich, dass auch die Dorfbewohner wirklich gut spawnen. Und ja, wie schon gesagt, ein paar Detailarbeiten muss ich jetzt noch machen. Aber das mache ich offscreen und dann gibt es danach dann ein schönes Let's Show. Und dann sehen wir uns bis dann wieder. Oder wir sehen uns wieder, wenn es heißt Let's Build. Also wir bauen dann wieder fürs Let's Show wieder. Auf jeden Fall mache ich an dieser Stelle jetzt Feierabend und ich sage, bis irgendwann geht es weiter in Let's Show oder Let's Build. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und sage an dieser Stelle Tschüss.